Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von The Hunter. Wir sind auf Hemmetal unterwegs heute und das hat ganz einfach den Grund, dass es endlich Rentier-Competitions gibt. Ja, ich hatte mich letztes Mal noch darüber beschwert, will ich nicht sagen, aber ich hatte es angemerkt, dass es leider noch keine Competition gibt, sonst würde ich die gern häufiger jagen. Aber jetzt ist es soweit. Wir haben endlich die Möglichkeit, die Tiere mit einem Sinn zu bejagen. Und nicht nur aus Spaß an der Freude. Und die erste Competition ist, glaube ich, die, dass wir einfach nur das größte Rentier erlegen müssen. Und auch wenn meine bisherigen Rentiere noch nicht so groß waren, wie sie in den Topscores werden können. Wahrscheinlich nicht mal nah dran, wenn ich mich an die... Ich weiß gar nicht, wo die aktuell liegen. Aber direkt als das rauskam, gab es ja schon die ersten 700er und ich habe... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal 500er geschossen habe. Ich erinnere mich gerade nicht dran. Vielleicht erinnert ihr euch besser dran. Ich war auf jeden Fall schon mal nah an den 500 dran. Das weiß ich noch. Ob ich da drüber war, weiß ich nicht. Aber das macht ja auch nichts, denn heute zählt es. Und heute werden wir versuchen, ein großes, starkes Rentier zu erlegen. Mit dabei natürlich die Armbrust. Und damit werden wir hoffentlich ein paar erlegen können. Zur Not auch noch die 7mm. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir in Schussdistanz kommen, um die nicht alle zu verschrecken. Wir starten mit einer nördlichen Lodge. Ich werde die Straße lang laufen. Vielleicht finden wir diesmal die Spuren, die wir letztes Mal nicht gefunden haben, die eigentlich immer an derselben Stelle waren. Wir gucken mal, auch wenn ich irgendwas in den Updates gelesen habe, von wegen irgendwelchen Routen, die gefixt wurden von Rentieren. Aber ich bin mir nicht so sicher, was genau da stand. Müsste ich vielleicht nochmal irgendwann nachgucken. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen, ein paar zu finden. Und deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg. Und wenn ich einen zapp, dann melde ich mich wieder. Also, bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Vor mir steht der Bär. Und schon auf 38 Meter. Also, wenn er sich mal ein bisschen drehen will, könnte ich ihn vielleicht mit der Armbrust schießen. Leider habe ich noch kein Rentier gefunden. Aber ich bin auch noch nicht so lange unterwegs. Wir könnten jetzt den Schuss wagen, aber der steht noch ein bisschen zu schräg. Da werde ich, wenn überhaupt, nur eine Lunge treffen und das wäre erstmal nicht so gut. Aber noch scheint er uns nicht bemerkt zu haben. Ah, jetzt hat er uns doch bemerkt. Schade, ich dachte, ich komme da dran. Ja, der ist relativ schnell jetzt geflohen. Ich wollte gerade den Schuss absetzen. Na gut, das war nix. Da mache ich mich weiter auf die Suche nach dem Rentier, auch wenn der Bär da hinten noch läuft. Aber den werde ich jetzt nicht weiter verfolgen, weil das nicht unser Ziel heute ist. Ich dachte nur, wenn er schon gerade vor mir steht, dann nehme ich ihn vielleicht mit. Aber so, lassen wir ihn ziehen. Und wenn das Rentier vor meiner Nase auftaucht, dann seid ihr wieder mit von der Partie. Also bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Ich bin ein ganzes Stück gelaufen und jetzt habe ich doch noch den Call bekommen von einem männlichen Rentier. Und das müsste da vorne auf dem Hang irgendwo rumlaufen. Deshalb call ich schon mal direkt. Dazu stand übrigens auch was in den letzten Update Notes. Und zwar, dass die weiblichen Rentiere nicht mehr auf die Calls reagieren. Wie auch eigentlich angekündigt, als die Rentiere rauskamen, aber wie wir gesehen haben in den anderen Videos, hat das ja nicht so ganz funktioniert, da kamen die Weibchen trotzdem. Ja, die hatten ja trotzdem da auf die Calls noch reagiert. Und jetzt sollen es tatsächlich nur noch die Männchen machen. Also ich bin gespannt, ich habe jetzt noch kein Weibchen gesehen. Und das Männchen, doch da oben sehe ich das Männchen, da zieht es.
Oh, und das sieht sogar relativ stark aus, möchte ich meinen. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Wahrscheinlich ist es nicht allzu groß, aber auf jeden Fall schon mal besser als nichts für den Anfang. Jetzt hoffe ich noch, dass es hier zu mir zieht. Deshalb kommen wir noch mal. Und dann gucken wir uns noch mal um, ob noch irgendwas zu sehen ist, aber ich sehe gerade nichts. Deshalb warten wir jetzt einfach, bis das Rentier da kommt. Allerdings ist es noch ganz schön ein Stück. Noch 85 Meter. Und irgendwie scheint es ein bisschen links an uns vorbeizuziehen. Aber ich hoffe mal, dass das noch abdreht, damit wir es mit der Armbrust erlegen können. Mit der 7 mm hatten wir da jetzt natürlich schon eine super Schussposition, aber irgendwie scheint das. Ah, jetzt vielleicht. Jetzt sieht es besser aus. Wir locken es nochmal an. Ich wollte gerade sagen, es dreht tatsächlich ab und interessiert sich nicht für unsere Calls. Nicht, dass sie das jetzt kaputt gefixt haben und die Männchen auch nicht mehr reagieren. Das wäre natürlich super ungünstig, besonders für die Jagd mit der Armbrust. Weil da müssten wir uns da immer ranpirschen. Da muss ich sowieso mal gucken, wie das jetzt ist mit den Weibchen. Ich muss mal eben gucken, wo die 40 Meter sind wahrscheinlich. Oh ja, der ruft. Noch 47 Meter. Okay, da ist sie. Auf der Kuppe ist das schon auf 30. Also ich denke mal noch ein paar Meter. Darf er gerne laufen. Ich lege mich schon mal hin. Und wenn er dann die Kuppe da hochzieht. Ah, dreh nicht wieder ab. Sehe ich ihn nicht mehr. Wo ist er? Da kommt das Geweih. Okay. Ich werde schon mal anvisieren. Wenn er dann da mal rüberzieht, dann können wir den Schuss wagen. Er steht natürlich seitlich. Jetzt natürlich lieber, wenn er wieder frontal ziehen würde, weil wir gesehen haben, das klappt ganz gut auf Rentier. Wenn er jetzt nochmal stehen bleiben würde. Aber meistens bleiben sie dann nicht stehen, wenn man es braucht. Doch, jetzt tut er's. Und der liegt im Knall. Die Lungen haben wir getroffen. Das ist sehr gut. Dann gucken wir mal, was der an Punktzahl bringt für die Competition. Da habe ich einmal die Distanz richtig eingeschätzt in meinem Leben. Wind war auch keiner, der gestört hat. Und dann lag er da. Schönes Tier, würde ich sagen. Ich hoffe, die 500 fällt jetzt mal. 509, tatsächlich. Also, wo ich gerade noch sagte, ich weiß nicht, ob ich schon mal 500er geschossen habe. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Machen wir natürlich ein Foto von. Reicht aber schon nur für Platz 63. Also, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, da werden wohl schon einige die 700er geschossen haben. Wahrscheinlich auch schon durchaus höhere. Aber da kommen wir vielleicht auch noch hin. Wir machen erstmal hier ein Foto. Und dann haben wir schon mal das Männchen für den Start. Jetzt gucken wir mal, was sonst noch passiert auf der Jagd. Ob wir noch ein Rentier finden können. Ich mache mich auf jeden Fall weiter auf die Suche. Und wenn es soweit ist, dann seid ihr wieder mit von der Partie. Also bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Es ruft ein Reh und es kommt ein Reh. Ja, da haben wir einen Bock. Die Rentiere sind heute leider tatsächlich Mangelware. Also ich habe echt Probleme, welche zu finden. Ich habe bis jetzt keine weitere Spur gefunden. Nach dem letzten Rentier, das wir geschossen haben.
nicht eine einzige Fährte, deshalb werde ich jetzt einfach mal das Reh hier erlegen. Und das hat schon mal geklappt. Mal ein bisschen Beschäftigung für zwischendurch und ich meine, da vorne läuft sogar noch eins, aber das könnte ein Weibchen sein. Ne, ist auch ein Bock. Also wird der wohl auch noch kommen. Deshalb werden wir den einfach mal miterlegen. Zwei auf einen Streich, wenn es denn klappt. Noch ein bisschen abwarten, dass der hier hinzieht. Und dann können wir den erlegen. Jetzt zieht er natürlich ganz schön schnell und seitlich. Ah, jetzt wird es wohl klappen oder auch nicht. Weißer Untergrund sehe ich nicht viel. Aber das hat schon mal geklappt. Also die beiden haben wir. Auch wenn wir die nicht brauchen. Ich hätte vielleicht einfach mal eine Re-Competition annehmen sollen, aber ich weiß doch gar nicht, welche gerade aktiv ist. Keine Ahnung, ob wir da überhaupt Böcke schießen müssen. Beide waren, glaube ich, nicht ganz so groß. 68 ist natürlich überhaupt nichts. Und der andere war auch nicht viel größer, denke ich. Habe ich nicht so genau gesehen. Jetzt breche ich es weg, da ruft nämlich noch einer. Aber ja, das ist das Weibchen. Das lassen wir in Ruhe. Ja, okay, der ist schon ein bisschen besser als der gerade, aber auch nicht allzu groß. 138. Einmal komplett durchgeschlagen. Auch das Genick getroffen. Knappe 30 Kilo. Und dann würde ich sagen, ich mache mich weiter auf die Suche nach den Rentieren. Keine Ahnung, wo die heute hin sind. Ich werde einfach mein Bestes geben und hoffen, dass ich noch eins zu Gesicht bekomme. Und wenn nicht, soll es heute wohl nicht sein. Aber wir haben ja schon noch ein Männchen und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder zurück. Langer Weg. Jetzt habe ich aber ein Rudel gefunden mit Rentieren. Ich bin auch relativ nah dran schon. Ja, mit dem Blick auf die Map. Ich bin wirklich bis nach ganz unten hier gelaufen, um tatsächlich die erste Spur zu finden. Und dann gesprintet. Quasi über die ganze Map bis hier oben. Und jetzt sind sie schon fast an der Grenze. Aber ich bin nah dran. Und ich hoffe, ich sehe sie vorher noch. Keine Ahnung, ob da Männchen dabei sind. Ich habe gerade schon mal gecallt. Möglicherweise kommt uns gleich eins entgegen. Möglicherweise auch nicht. Ich hoffe einfach, dass sie nicht. Ja, ich habe schon einen Ruf gehört. Jetzt hört man die Rufe. Aber ich habe hier natürlich eine denkbar ungünstige Position. Weil hier sehe ich null. Bergauf ist doch immer sehr bescheiden, muss ich sagen. Aber die scheinen ja irgendwo in der Nähe zu sein, auch wenn die Spur jetzt wieder etwas weiter ist. Ich hoffe, dass ich gleich ein bisschen besseren. Boah, da steht es direkt vor mir. Alles klar. Dann versuchen wir es mal. Das war jetzt natürlich doof, dass der nicht direkt umgefallen ist. War auch kein großer. Ich glaube, ein kleines Männchen, vielleicht auch ein Weibchen. Keine Ahnung, aber ich tippe eher auf ein kleines Männchen. Den Ruf nach zu urteilen auch mehr als eins. Und wir haben die Lunge wenigstens getroffen. Also sollte der nicht ganz so weit gekommen sein. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein weiteres erwischen. Von mir aus auch mit der 7 mm, wenn wir es von hier oben sehen. Jetzt ist eh egal.
Aber ich sehe gerade nur Wald und kein weiteres Rentier. Deshalb gehen wir erstmal unser Angeschossenes suchen. Können ja mal eben callen. Vielleicht ist noch irgendwo eins in der Nähe, was ich auf den Weg hierhin machen kann. Aber unseres könnte auch mal so langsam verenden, wenn wir schon die Lunge getroffen haben. Ich laufe immer so ein bisschen schräg, um das Tal unten im Auge zu behalten, weil ich glaube, dass sie in die Richtung geflohen sind. Aber da ist natürlich auch die Grenze irgendwo. Ich würde jetzt erstmal hier die Spur zu Ende verfolgen. Den Elch wollen wir natürlich nicht. Jetzt haben wir auf einmal wieder Eingeweide getroffen. Also wieder dieser komische Bug oder so. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Bug ist. Anders kann ich mir das nicht erklären, was das soll, dass wir erst das getroffen haben und dann doch was anderes. Natürlich haben wir alle Organe wieder getroffen, denke ich mal. Ah, und ich höre eins. Aber sehen tue ich es noch nicht. Ich glaube nicht, dass es das ist, was wir gerade verfolgen. Weil ich denke, dass das verendet sein sollte. Deshalb halten wir mal ein bisschen die Augen offen. Jetzt flüchtet es, da vorne liegt es nämlich auch schon. Aber irgendwo scheint hier noch ein anderes zu sein. Denn ich habe gerade den Warnruf gehört. Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen offene Fläche, um da unten ins Tal gucken zu können. Aber da sehe ich gerade auch nichts bewegen. Nee. Da vorne kommt's. Legen wir uns mal hin. Nee, das ist ein weiblicher Elch. Den haben wir eigentlich nicht gesucht. Da unten läuft ein Rentier, verdammt. Vielleicht kriegen wir noch den Schuss drauf. Und das liegt. Sehr gut. Die Elchkröten werden uns natürlich auch noch schießen können, aber das lassen wir mal. Ich werde mir mal den Anschuss markieren gehen. Das können wir uns gleich holen. Erstmal sammeln wir jetzt hier unser Rentier ein. Noch gucken, ob da unten irgendwas aufgeschreckt wurde. Da sollten ja noch einige rumlaufen. Also an Spuren hatte ich bestimmt so 5 bis 6 Tiere, die ich verfolgt habe in dem Rudel hier. Gucken wir mal, was das hier ist. Ein kleines Männchen, 127. Lunge getroffen und dann wieder natürlich durchgeschlagen. Das brauchen wir jetzt. Oh. Oh, der Blick aufs Radar sagt mir, das war verdammt knapp, dass ich den überhaupt schießen konnte. Da habe ich die Nähe zur Grenze ein wenig unterschätzt. Ich dachte, ich bin noch ein Stückchen weiter weg. Dann werden die anderen natürlich rausgelaufen sein, denke ich. Und das haben wir gerade noch so erwischt. Deshalb laufen wir da mal fix hin und sammeln das schnell ein. Da sind wir auch gleich schon da. Na, langsam müsste ich es aber sehen. Aber es kann ja nicht weggelaufen sein. Nach vorne ist es nämlich auch schon. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Männchen oder ein Weibchen war. Ich wollte es nur schnell erwägen. Wir gucken uns mal eben an. Das dürfte ein Weibchen sein. Ja, das ist es.
warte, wir noch die Punktberechnung haben. 263 Punkte. Damit verbessern wir uns natürlich nicht, weil wir schon das 500er Rentier geschossen haben. Und jetzt bin ich an der Grenze. Und durch die lange Dauer ist es relativ spät geworden. Deshalb muss ich leider Feierabend machen an der Stelle. Auch wenn die Folge jetzt etwas kürzer ist. Und wir nur 3 Rentiere geschossen haben. Aber dazu noch 2 Rehe. Also ein bisschen Action gab es trotzdem. Heute leider lange Suche und Verfolgung auf Rentier gehabt. Bisschen schade. Aber ich nutze einfach den Rest der Zeit noch, um ein bisschen was in eigener Sache zu sagen. Und zwar werde ich es nicht mehr schaffen, in der nächsten Zeit jeden Tag eine neue Folge rauszuhauen, weil ich einfach Klausuren schreiben muss und nebenbei arbeiten. Das kriege ich einfach nicht alles hin. Mit dem ganzen Rendern und so, das und Schneiden, das dauert immer so ein paar Stunden, bis die fertig gerendert sind. Auch wenn ich es meistens nachts laufen lasse, aber leider nicht mehr jeden Tag. Ich weiß nicht, ob alle 2, 3 Tage, irgendwie so um den Dreh, werde ich die Folgen raushauen. Je nachdem, wie ich schaffe. Ich schaue mich auch gerade nach einem neuen Projekt um, weil The Forest leider für mein Empfinden im Moment nicht für Let's Plays geeignet ist, aufgrund der Tatsache, dass es nach jedem Update erforderlich ist, von vorne anzufangen. Ja, also ich hatte kurz gestartet, danach kam das nächste Update raus und wieder durfte ich von vorne anfangen. Und das ist ein bisschen schade. Vielleicht werde ich es nach dem nächsten Update nochmal versuchen. Ansonsten werde ich mir irgendwas anderes suchen, was ich spielen werde. Neben The Hunter. Also The Hunter wird auf jeden Fall nicht gestoppt. Es kommt halt nur nicht mehr so häufig wie in den letzten Tagen, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielleicht dann auch beim anderen Projekt. Ja, also wenn ihr da mal reinguckt, würde mich auch freuen. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.